ich pfählte meine Opfer lebendig. Ich bin Vlad Dracula, auch bekannt als Vlad der Pfähler oder Vlad der Vampir. Ich wurde im 15. Jahrhundert in Transsilvanien geboren. Ich entwickelte einen grausamen Ruf, als ich meine Feinde auf besonders brutale Weise bestrafte. Ich pfählte Menschen lebendig, eine abscheuliche Praxis, die zum Symbol meines Schreckens wurde. Meine Methoden waren bestimmt grausam, aber ich betrachtete sie als notwendiges Übel, um mein Volk zu verteidigen. Trotzdem konnte ich die osmanische Bedrohung nicht dauerhaft abwehren und wurde gefangen genommen. Mein Vermächtnis bleibt als eine dunkle und furchteinflößende Figur in der Geschichte Rumäniens bestehen. Schau in unsere Bio für einen ganzen Podcast zu meinem Leben.